Liebe Fans, liebe Volleyballfreunde, liebe Ladies in Black, Zuschauer und Zuschauerinnen. Nach 18 Jahren Hallensprecher für die Ladies in Black, für diese Stadt, davon 14 Jahre erste Bundesliga, habe ich den Zeitpunkt für mich gefunden, dass ich sage, ich höre auf als euer Hallensprecher. Mit viel Stolz und mit vielen tollen Momenten, mit unfassbaren Erlebnissen gehe ich mit natürlich auch mindestens einem weinenden Auge. Aber ich habe einfach das Gefühl gehabt, es ist mal auch gut, frischen Wind und junges Blut in diese Position zu bringen. Und ich bin stolz darauf und sehr froh, dass wir eine ganz tolle Nachfolge gefunden haben. Und ich übergebe das Mikrofon an meine Tochter Maike. Hallo, ich bin Maike Schnittka. Viele von euch kennen mich ja auch schon. Ich bin gefühlt in der Halle geboren und mein ganzes Leben aufgewachsen in der Halle. Und ich wollte es mir nicht nehmen lassen, das mal zu versuchen, die große Leidenschaft von meinem Vater weiterzuführen. Mal gucken, wie ich mich schlage. Und ich freue mich auf jeden Fall sehr.